Sehr geehrte Damen und Herren, Demokratie ist mehr als eine parlamentarische Regierungsform. Sie ist eine Weltanschauung. Sie wurzelt in der Auffassung von der Würde, dem Wert und dem unveräußerlichen Rechten eines jeden einzelnen Menschen. Ich zitiere Konrad Adenauer. Aber wie steht es um unsere Demokratie heute? Am völkerrechtswidrigen Angriffskrieg in der Ukraine, an rechtsextremen Gewalttaten in Europa und Massenkonflikten in vielen anderen Orten der Welt beobachten wir eine besorgniserregende Missachtung unserer Menschenrechte und einen Rückgang demokratischer Gesellschaftsordnungen. In Europa mehren sich antisemitisch orientierte und islamistisch motivierte Gewalttaten, Gewalt gegen Angehörige religiöser Minderheiten, Gewalt, die auf Fremdenfeindlichkeit und Rassismus, auf rechtsextremen Gedankengut gründet. Es vermehren sich, vermengt mit Verschwörungstheorien und Äußerungen in der Corona-Pandemie, Populisten und rechtsradikale Organisationen, die unsere demokratischen Werte missachten, das Prinzip der Gleichheit verhöhnen und die Verbrechen der Nationalsozialisten verharmlosen. Ihrer Ideologie folgt leider die Ausgrenzung von Menschen. Erschütterndes geschieht durch Russlands Machthaber. Massive Menschenrechtsverletzungen, Kriege, Förderung europäischer Rechtsradikale, die Unterdrückung der Meinungs- und Pressefreiheit, die Verfolgung friedliebender Dissidenten, die Ahndung friedlicher Demonstrationen mit Freiheitsstrafen, die Unterdrückung individueller Entfaltung von Andersgläubigen und Künstlern und die Repression von Menschenrechtsaktivisten bis hin zum Verbot der Menschenrechtsorganisation Memorial. Ein Autokrat, der die Demokratie und das Selbstbestimmungsrecht anderer fürchtet, unterbindet bewusst Prozesse der Erinnerung und einer kritischen Reflexion. Doch, meine Damen und Herren, Erinnerung und Reflexion sind unabdingbar. Holocaust und Kriegsverbrechen dürfen nicht aus der geschichtlichen Erinnerung ausgeblendet werden. Es ist unsere moralische Pflicht, all der Opfer staatlich und gesellschaftlich verursachter, ideologisch motivierter Verbrechen zu gedenken. Die Erinnerung mahnt uns zur Achtung unserer Menschenwürde und zur Wahrung der Menschenrechte. Wir müssen immer wieder versuchen zu verstehen, wie es dazu kam und kommen kann, dass eine Demokratie sich selbst aufgibt, dass so etwas nie wieder geschieht. Es ist die Verantwortung unserer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft, in der Auseinandersetzung eine Lehre für ein zukunftsorientiertes Handeln zu ziehen. Ende April 1945 wurden anlässlich der Auflösung des Außenlagers Mühldorf etwa 3600 überwiegend jüdische Häftlinge in Güterwaggons verladen und in Richtung Seeshaupt transportiert. Am 26. April stoppte der Transport in Poing aufgrund eines Lokschadens und dann am 27. April, also dem heutigen Jahrestag, kam es in den Waggons zu einem Aufstand unter den kranken und verzweifelten Häftlingen. Dabei versuchten viele zu fliehen und mindestens 50 wurden dabei getötet. Drei der Häftlinge ruhen heute auf dem Ehrenfriedhof der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg. Mit dem Transport waren auch Herr Stephen Nasser, er lebt heute in den USA, und die uns bekannten, leider bereits verstorbenen Zeitzeugen Leo Weinreb, Leslie Schwarz und Max Mannheimer. Brigitte Dienew und Professor Dr. Hans Steinbiegler, das waren Poinger Zeitzeugen, die leider ebenfalls verstorben sind, erlebten diese Schrecken als Kinder, damals 7 und 11 Jahre alt. Die haben sich zeitlebens für die Versöhnung eingesetzt und ich hatte mit beiden sehr viele Gespräche geführt. Wir gedenken heute der Opfer des Todeszuges und all der Menschen, denen durch die nationalsozialistische Gewaltherrschaft ihr Leben genommen wurde, die verfolgt wurden, weil sie aus einer anderen Kultur kamen, anderer Überzeugung oder anderen Glaubens waren, weil sie versehrt waren, unangepasst und ihre Meinungsfreiheit in Anspruch nahmen. Wir gedenken der Opfer autoritärer, menschenfeindlicher Regimes, der vielen Opfer des Krieges in der Ukraine. In erschreckend kurzer Zeit gelangen Nationalsozialisten mit ihrer Ideologie die Zerstörung unserer ersten deutschen Demokratie. Auch der menschenverachtende Angriff auf die Ukraine ist ein Angriff auf unsere aller Demokratie, Freiheit und Selbstbestimmung. Jeder von uns, gleich ob er in einem Europa mit einer demokratischen Grundgesinnung lebt oder in einem anderen Land, wünscht sich Respekt, Würde und Toleranz. Doch die Realität zeigt, dass unsere freiheitliche Demokratie und Rechtsstaatlichkeit verletzbar sind und leider keineswegs selbstverständlich. Der Einsatz für Recht und Menschenwürde ist in einer Diktatur Widerstand.
In einer freiheitlichen Demokratie dagegen eine von der Verfassung gebotene Pflicht, so unser Altbundeskanzler Helmut Schmidt. Demokratie verlangt heute und jetzt unser Engagement. Und dass Sie so zahlreich hier erschienen sind, zeigt mir, dass das auch Ihnen wichtig ist. Sie muss immer wieder aktiv verteidigt und geschützt werden, konsequent gegen jede Form und Ausgrenzung und Gewalt, gegen jeden Angriff auf unsere Freiheit, mit einer klaren Stellungnahme unseres Staates und unserer Gesellschaft und den nötigen Mitteln. Pazifisten setzen auf die Kraft der Gerechtigkeit. Doch Täter wie Putin setzen, so Caroline Enke, auf das Recht des Stärkeren und die Schwäche derer, die auf die Stärke des Rechts setzen. Durch Putins Krieg werden wir konfrontiert mit unserer Fähigkeit, aus Geschichte zu lernen. Nie wieder soll sich ein Menschheitsverbrechen wie das der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft wiederholen. Heute werden wir jedoch leider erneut zu Zeugen. Der jüdische Präsident Volodymyr Zelensky und mit ihm zahllose Ukrainer leisten Widerstand unter Einsatz ihres Lebens, weil sie sich nicht abfinden wollen mit der Zerstörung von Freiheit und Humanität. Sie kämpfen für unsere Werte von Demokratie, für all das, was wir auch aus unserer Geschichte haben lernen können. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller, so heißt es in unserem Grundgesetz. Nichts steht über dem Recht der Selbstbestimmung, frei und im Frieden zu leben. Menschenrechte sind die Basis jeder Beziehung und das Fundament jeder Politik, der den Ziel der Frieden ist. Für ein friedvolles Zusammenleben trägt jeder von uns Verantwortung. Wir können viel dazu beitragen, unsere Demokratie zu stärken, mit einer geschärften Wahrnehmung, Mut und unserem Willen zur Demokratie, menschenfeindliche Äußerungen zu bekämpfen und unserem Wert einer weltoffenen, freiheitlichen Demokratie mit dem Recht auf Vielfalt zu verteidigen. Nur dann können wir darauf vertrauen, dass jeder Mensch einen Platz in unserer Gesellschaft hat. Uns alle verbindet die Aufgabe, aus Verantwortung für künftige Generationen das Geschehene in Erinnerung zu bewahren und die daraus gewonnenen Einsichten zur Richtschnur unseres gemeinsamen Bemühens um eine gerechte, freiheitliche und demokratische Gesellschaft zu machen. So lautet die Botschaft von Max Mannheimer. Das ist zu lesen an einer Tafel in unserem Bürgerhaus, das seit Januar 2018 nach Max Mannheimer benannt wurde. Mit diesem Wunsch von Max Mannheimer bitte ich Sie, dass wir in einer Schweigeminute aller Opfer gedenken.